herzlichen Dank für eure Geduld, liebe Freundinnen und Freunde. Heute bei der Freiheit statt Angst 2014. Ich begrüße euch ganz herzlich. Toll, dass ihr da seid. Ihr wisst, das ist eine Demonstration nach deutschem Versammlungsrecht. Da geht alles sehr ordentlich zu. Da gibt es Auflagenbescheide, die ich gezwungen bin, euch jetzt vorzutragen. Letztes Jahr habe ich den Auflagenbescheid gesungen, damit es nicht so langweilig war. Ah ja, genau. Und ich wollte das dieses Jahr auch machen, hatte extra Gesangsunterricht genommen, aber es reicht nur dafür zu sagen, weil wir haben keine Auflagen groß, bis auf die Wagenverantwortlichen, die sind aber vorab gebrieft worden. Es gibt gar keine Auflagen, also bleibt mir nur ein Satz zu singen. Die Veranstaltung ist eröffnet. Okay. Ihr habt schon bemerkt, wir hatten ein bisschen Wiggle, eine Band ist ausgefallen. Jetzt haben wir das hier schnell alles umgebaut und umgestellt. Vom Ablauf her, jetzt spielen die Jungs noch nicht. Ihr dürft gleich. Die Jungs hinter mir. Hollywood Heart-Syndrom, eine der aufstrebendsten Berliner jungen Bands, die richtig gut rocken. Drei Songs, dann kommt es zu einigen Reden. Das ist unvermeidlich, das gehört dazu. Wir werden danach losmarschieren. Und zwar, merkt euch das schon mal, es geht hier lang. Die ganzen Leute gehen hier lang. Seid vorsichtig, die Wagen werden dann auch eingereiht. Achtet darauf, in welchem Block ihr mitlaufen wollt. Denkt daran zum Beispiel, dass es den akkuraten Widerstandsblock gibt. Es gibt den Hurenblock, Amnesty läuft mit. Sogar die FDP hat einen kleinen Block hier. Die Piraten sind gar nicht mehr zu übersehen. Die haben wir, weil sie so viel Wumm haben, zum krönenden Abschluss einsortiert. Ich bitte darum auch zu achten, vorne an der Bühne, so 20 Meter ist parteifahnenfreie Zone. Ansonsten bitte Schilder zeigen und vor allen Dingen jetzt erstmal näher kommen. Genau, mal ein bisschen näher kommen. Noch näher. Also ihr dürft mich abstellen lassen. Falls Leute mit dem Rollstuhl da sind, lasst die bitte ganz zur Bühne vorne durch. Die sehen sonst nur Rücken. Und mit dem Rücken haben es ja einige, da kommen wir noch zu. Gerne noch ein bisschen näher, ich fühle mich hier noch ein bisschen einsam. Da hinten stehen noch Tausende von Leuten, die auch noch was mitbekommen wollen. Ha? Ist voll, ne? Ja, ja. Nervös? Ich schon. So, kommt noch ein bisschen näher, ein bisschen Bewegung. Bewegung ist wichtig bei der Bewegung. Jawohl, hier die jungen Fohlen hier wollen noch losstürmen. Die fangen nicht an, bevor hier nicht weiter noch Leute vorne stehen. Ja, ja, wer die Macht hat, kann die Leute auch in Bewegung bringen. So, ich sehe jetzt immer noch einige, die einfach da stehen bleiben. Ich weiß, dass Berlin hier, da tut man nie das, was einem gesagt wird. Ich kenne das selber, Berliner. Macht es diesmal trotzdem, kommt noch ein bisschen näher. Hier sind noch Lücken. Lasst uns da noch ein bisschen auffüllen. Ich erkläre dann schon mal, wie es weitergeht. Dann gehen wir die Regierung besuchen. Ihr habt mitbekommen, heute ist Tag der offenen Tür. Wir werden also das Regierungsviertel umkreisen. Sehr langsam. Wir haben Zeit, 1,5 bis 2 Stunden. Wir wollen ja auch sichtbar und hörbar sein. Genau. Es wird noch eine Zwischenkundgebung am Kanzleramt geben. Ich bitte darum, dass wir sind in Deutschland bei der Revolution der Rasen nicht betreten wird. Wir sind darum extrem gebeten worden, weil die Sprinkleranlagen da sonst leiden. Also bitte bleibt auf der Straße. Ist auch schön, weil man dann eine schöne lange Menschenreihe rings um das Kanzleramt hat, das dann etwas umzingelt sein wird. Es sind zwischen uns dann und den Leuten, die dort warten auf Einlass, sind halt Sperren aufgebaut. Bitte beachtet sie, damit es nicht bei den Kollegen in Grün oder Blau zu Nervositäten kommt. Eine Sache noch zum Vermummungsverbot, ihr kennt das. Es sind Masken, also Anonymous Masken oder
Masken, die mit dem Thema der Veranstaltung zu tun haben, erlaubt, solange sie nicht zur Vermummung benutzt werden. Dieser feinsinnige juristische Unterschied bitte ich dran zu denken. Danke, so einen Applaus hört man doch gerne, auch wenn es nur 5 Leute... Okay, danke. Ja, anschließend kommen wir wieder hierher, werden empfangen von den Prunks, die uns dann schon mit Musik beschallen werden, während wir noch ranlaufen. Das ist immer dieser Gänsehautmoment, den ich sehr mag. Auf den freue ich mich sehr. Ich denke, es ist gute Stimmung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all den Leuten, die mitorganisiert haben. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr euch denken könnt. Und es kommt... Ja, danke, genau. Einmal ein Applaus für alle Helfenden. Dankeschön. So, teilweise haben wir uns auch wegen der Kosten persönlich verschuldet. Deshalb gibt es die Ansage, die ich besonders gerne für Frank mache. Lieber Frank, wir werden auch diesmal wieder sagen, die Kasse muss rascheln, weil das, was wir hier aufbauen, kostet ca. 40.000 Euro so eine Demo mit Mobilisierung um allen. Das muss wieder reinkommen. Einiges ist querfinanziert durch Bündnispartner. Aber ich habe einen Stapel Eimer. Die gebe ich jetzt ins Publikum. Die verteilt ihr bitte und dann lauft ihr rum und sammelt Geld. Die Kasse muss rascheln und gebt es dann bitte hier vorne am Zelt wieder ab. Da sind kompetente Menschen, die wissen, was man mit Geld macht. Es wandert nicht in meine Tasche, keine Angst. So, wer nimmt die Eimer mal? So, letztes Jahr hat das nämlich prima geklappt, das wird dieses Jahr auch klappen. Außerdem noch eine Ansage, ich weiß von 4 Leuten heute hier, die heute Geburtstag haben oder gestern Geburtstag hatten und trotz der Party jetzt hier sind, denen wünsche ich alle einen ganz herzlichen Glückwunsch, für die auch einen Applaus. So, und, wir können auch noch singen, ja? Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Leute, zum Geburtstag viel Glück. So, für den Peinlichkeitsfaktor den Ton nicht getroffen. Wunderbar. Jetzt gebe ich die Bühne frei für die tollste Berliner Jungband, die wir kriegen konnten, die überhaupt in dieser Stadt lebt. Applaus begrüßt sie. Vielen Dank, dass ihr da seid und so schnell eingesprungen seid. Drei schöne Songs für euch und begrüßen euch mit Buy Happiness.
schön Hall draufgelegt oder der Hall ist real. Weil ich finde das cool, ja? Seid ihr schon in Stimmung? Ja, ist noch früh am Morgen für uns. Ja, wir spielen jetzt You Are The One. Da man muss nicht sich bewegen. Ja. Aber ihr bewegt euch ja jetzt gleich genug, nicht? Und ja, viel Spaß mit You Are The One. Ja. Hey!
schöner Anblick. Jetzt sehe ich überall nur so Regenschirme. Schön bunt, ne? Ja, so willkommen zu dem, zu dem jetzigen Zeitpunkt letztem Song. Wie gesagt, später um 19 Uhr seid ihr wahrscheinlich hier wieder am Einlaufen. Oder seid ihr schon längst da, esst was, hier ein Eis, nicht? Und so weiter. Hört ihr uns und seht uns nochmal an. Meine Fresse. Jetzt kommt Open Your Eyes, der letzte Song. Ja, darum geht's eigentlich um dieses Thema heute. Also hört ihn euch an und viel Spaß dabei! Yeah.
Facebook, ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Geht auf unsere Website hollywoodartsyndrom.com oder facebook.com/hollywoodartsyndrom. Wir wünschen euch jetzt wirklich viel Spaß. Wir sehen uns später. Vielleicht auch ein Bierchen. Man weiß nicht. Ne? Und ich gebe jetzt weiter. Jawohl, noch ein bisschen lauter der Applaus. Vielen Dank euch. Übrigens, der Regen bleibt nicht, es ist nur ein schmaler Streifen, sagt meine Wetter-App. Ich habe die Pro-Version. Das heißt, der Regen müsste jetzt auch wieder vorbei sein. Rote Regenschirme bevorzugt. Ich bin gebeten worden, eine kleine Ansage hier in eigener Berliner Sache zu sagen. Zurzeit gibt es ja das Problem, dass einige Refugees auf dem Dach ihres ehemaligen Hauses stehen, seit 4 Tagen weder Wasser noch Lebensmittel durchgelassen werden. 90 weitere Flüchtlinge stehen auf der Straße und sie alle brauchen Solidarität und vor allen Dingen praktische Hilfe und vor allen Dingen Schlafplätze. Und ich bin ganz sicher, nach dem heutigen Tage, da werden noch viele Leute auch von auswärts bei Freundinnen und Freunden übernachten. Und wenn die dann morgen nach Hause fahren, übermorgen, ist ein Bett frei. Und wenn ihr dieses Bett jemandem vorübergehend zur Verfügung stellen würdet, um ca. 17 Uhr, also wenn wir mit der Demo wieder zurückkommen, wird Carola hinten bei dem komischen Denkmal mit diesen Schießmaschinen stehen und dort könnt ihr dann Bescheid sagen, wenn ihr jemanden einen Schlafplatz anbieten könnt. Vielen Dank. Zum ersten Mal seit 10 Jahren haben wir einen Gast als Redner hier auf der Bühne, der bisher, weil er in Amt und Würden war, hier nicht auftreten durfte. Jetzt darf er es. Es ist unser ehemaliger Datenschutzbeauftragter Peter Scharr. Liebe Gegnerinnen der Vorratsdatenspeicherung, liebe Gegner der globalen Überwachung, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute sind die Berliner Schulanfänger eingeschult worden. Was hat das mit Überwachung zu tun? Ich denke, es hat viel mit Überwachung zu tun, wie unsere Zukunft aussieht. Unsere Zukunft, in der diese Kinder, diese jungen Menschen hineinwachsen. Es geht nicht nur um die Gegenwart, um das, was schon bekannt ist, was schon geschieht, sondern es geht um die Gestaltung dessen, was sein wird. Und in diesem Zusammenhang stellt sich für eine Gesellschaft die Frage, stellt sich für uns die Frage, ob diese zweite Generation der Digital Natives in einer Welt aufwachen oder wachsen wird und leben wird, die durch umfassende Registrierung, durch totale Überwachung, durch Selektion und Diskriminierung gekennzeichnet ist, ob sie Duckmäuser werden, weil sie befürchten, andernfalls keinen Arbeitsplatz zu bekommen, oder von verschiedenen Staaten mit Einreiseverboten belegt zu werden, oder ob es sich so entwickelt, dass diese Menschen freie Menschen sind, mutige Menschen, die ihre Meinung sagen und dafür keine Nachteile befürchten müssen. Es geht um eine tolerante Gesellschaft, aber auch um eine Gesellschaft, die diesem Überwachungswahn entsagt. Das letzte Jahr war gekennzeichnet von vielen Berichten, erschreckenden Berichten über die globale Überwachung. Aber es hat auch durchaus gute Nachrichten gegeben. Eine gute Nachricht betrifft die Vorratsdatenspeicherung. Nachdem schon vor einigen Jahren das Bundesverfassungsgericht das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung kassiert hatte, hat nun auch das höchste europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof, die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung kassiert. Das ist eine gute Nachricht und
sie ist nicht nur juristisch begründet, sondern sie hat etwas damit zu tun, dass sich in letzter Zeit doch das Verständnis verbreitet hat, dass die Zukunft, die von einer anlasslosen, massenhaften Speicherung von Daten auf Vorrat gekennzeichnet ist, mit unserem Selbstverständnis in Europa und in Deutschland eben nicht übereinstimmt. Der Europäische Gerichtshof hat ausdrücklich festgestellt, dass es mit der europäischen Grundrechtecharta nicht vereinbar ist, wenn anlasslos Daten von Menschen gespeichert werden müssten, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, die auch nicht im Entferntesten in das Umfeld einer Straftat oder terroristischen Bedrohung gekommen sind oder kommen werden. Diese Anlasslosigkeit ist mit den europäischen Grundrechten nicht vereinbar. Nun haben wir es damit mit einer sehr interessanten Situation zu tun. Deutschland war ja Objekt eines sogenannten Vertragsverletzungsverfahrens. Die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung, hat ja auch gesagt, um möglichen Strafzahlungen zu entgehen, wolle man doch die Vorratsdatenspeicherung doch einführen wieder. Dieses Argument kann man nun zu den Akten legen. Die europarechtliche Situation besagt, die Vorratsdatenspeicherung, diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist grundrechtswidrig und man müsste eigentlich denken, dass auch in den Mitgliedstaaten die Erkenntnis dann entsprechend um sich gegriffen hätte. Leider ist dem nicht so. Wie so ein Untoter lebt diese Vorratsdatenspeicherungsidee weiter. In Großbritannien ist gerade vor wenigen Wochen ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet worden, das sogar noch weiter geht als die annullierte europäische Richtlinie. Das ist evident europarechtswidrig und ich erwarte von der Europäischen Kommission, dass sie hier gegen Großbritannien vorgeht, dass sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet gegen die britische Regierung, gegen Großbritannien, weil hier ganz sehenden Auges gegen die europäische Grundrechtecharta, gegen das europäische Recht verstoßen worden ist. Aber auch in Deutschland hören wir, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung. Gerade vor wenigen Tagen haben wesentliche Vertreter von Sicherheitsbehörden gesagt, wir sind blind im digitalen Zeitalter. Da ist nichts dran, die Sicherheitsbehörden haben heute mehr Daten zur Verfügung denn je. Wenn hier gesagt wird, Sicherheitsbehörden sind blind, dann mag da was dran sein, aber es liegt nicht an zu wenigen Daten. Manchmal ist man ja auch auf einem Auge blind, wie die Untersuchungsausschüsse, die sich mit der Aufarbeitung des rechten Terrors der NSU beschäftigt haben, ja festgestellt haben. Wir brauchen keine Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung ist verfassungsrechtlich nicht vertretbar und wir sind in der Pflicht, auch dagegen weiterhin zu demonstrieren, denn sonst gerät das in Vergessenheit. Und ich komme zurück zu unseren Schulanfängern. Wie wird unsere Welt aussehen in 10, in 20 Jahren? Das ist nicht etwas, was man in der Wetter-App nachschauen kann. Das hängt von uns ab. Und ich freue mich darüber, dass wieder so viele zu dieser Demonstration gekommen sind. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank, Peter Scharr. Jetzt haben wir noch einen Redner zwischengeschoben. Wir haben nämlich völlig vergessen, dass das Bündnis, also die Leute, die immer zu dem Bündnis aufrufen, der Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung, da oben hängen immerhin die Fähnchen, ja auch vielleicht einmal guten Tag sagen sollte. Heute auf der Bühne für Sie Tobias Morsches. Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte heute mit ein paar Mythen aufräumen, ganz kurz und knapp. Die erste Mythe ist, wir müssen uns um ein wenig Berechtigungen kümmern, dann sind unsere Daten sicher. Was ich in meinem Beruf sehe, ich prüfe
Systeme bei Banken, bei Versicherungen, bei Kommunen und bei diversesten Firmen. Und ich sehe überall, Daten, die gespeichert sind, sind nicht sicher. Das heißt, wir haben sogar im Bundesdatenschutzgesetz ein Gesetz oder einen Paragraphen, der sich damit beschäftigt. Der sagt nämlich Datensparsamkeit und Datenvermeidung. Ich fordere hiermit, dass diese Datensparsamkeit und Datenvermeidung mal ernst genommen wird. Dass man Daten nicht mehr speichert, wenn sie nicht erforderlich sind. Der zweite Mythos, den ich immer wieder höre, ist, es interessiert keinen. Und wenn ich mir das angucke, mit jedem, dem ich spreche, und wenn ich ein wenig über das Thema rede, ich merke, die Leute sind betroffen. Doch die Leute haben keine Alternativen. Sie sehen nicht, wie sie dieser Übermacht an Datensammlung entkommen können. Das heißt, es gibt viele Leute, die stört es, wenn ihre Daten gesammelt werden. Auch hier muss was getan werden. Und da fordere ich, tut was. Und der dritte Mythos, mit dem ich mich beschäftige, ist das Thema, es hilft nichts, wenn wir auf die Straße gehen, es hilft nichts, wenn wir uns zum Protest melden, wenn wir irgendwelche Beschwerdebriefe schreiben. Ich bin seit 2006 dabei und ich muss sagen, was wir erreicht haben. Ja, wir wollen mehr erreichen und wir haben immer mehr gelernt, was dahinter noch passiert, was Schreckliches noch läuft. Aber wir haben auch sehr, sehr viel erreicht. Peter Schaar hat es eben schon gesagt, die Vorratsdatenspeicherung ist erstmal weg. Wir haben viele, viele kleine Gesetze geändert, die dafür sorgen, dass viele Datenspeicherungen so entweder nicht mehr möglich sind oder gesetzlich nicht mehr möglich wären. Das heißt, hier fehlt eine Durchsetzung dieser Gesetze. Auch da, wir haben viel erreicht und es heißt weitermachen. Und ich kann nur sagen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und damit gebe ich die Bühne an euch. Macht weiter! Jawohl, weitermachen. Ich mache das seit 30 Jahren. Es macht immer wieder Spaß. Ja, das dauert halt lange. Der Erfolg ist nicht übermorgen da. Jede Kleinigkeit, die man in der Gesellschaft durchsetzen will, dauert mindestens 10 Jahre. Das muss man sich klar machen. Und für all die Leute, die müde geworden sind, die seit 2006 dabei sind, die jetzt sagen, ach nee, mag nicht mehr. Leute, jetzt muss man gerade durchhalten. Dem Ersten den Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot. Und wir sind gerade auf der Stufe von 2 auf 3. Wir können uns immerhin schon so eine Bühne hinstellen. Ihr habt schon Scheine in die Eimer getan. Das ist schon mal ganz klasse. Und jetzt geht es darum, weiterzumachen, dran zu bleiben und weitere Gründe dafür liefert Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Herzlich willkommen. Ich habe eine Frage. Wo bleiben die deutschen Whistleblower? Wir starren seit einem Jahr auf die NSA und GCHQ. Gibt es nichts, was die deutschen Geheimdienste zu verbergen hätten? Keinen Verstoß gegen Artikel 10 des Grundgesetzes, der das Post- und Fernmeldegeheimnis schützt, gegen das G10-Gesetz, gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention? Keine Verstöße? Oder doch? Dann ist es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis auch hierzulande ein Whistleblower auspackt. Möglichkeiten gibt es ja genug. WikiLeaks veröffentlicht nach wie vor Dokumente im Original und unzensiert, soweit keine Menschenleben gefährdet sind oder die Persönlichkeitsrechte von Privatpersonen. Viele Zeitungen haben anonyme Briefkästen. Der Schutz journalistischer Quellen funktioniert in Deutschland
immer noch vergleichsweise gut. Und last but not least bietet unser Whistleblower-Netzwerk geschützte Kontaktmöglichkeiten. Warum also hat noch kein deutscher Whistleblower den BND verpfiffen? Aber bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Geheimdiensten, versteht meine Frage keinesfalls als Aufforderung zum Whistleblowing. Das wäre strafbar. Da hätte ich Angst. Eine der Forderungen von Whistleblower-Netzwerk ist, Gesetzesverstöße dürfen nicht dem Geheimschutz unterliegen. Auch dann nicht, wenn es sich bei Rechtsbrüchen möglicherweise um Staatsgeheimnisse handelt. Es darf keine illegalen Staatsgeheimnisse geben. Keine illegalen Staatsgeheimnisse. Ganz gleich, um was es sich handelt. Diese Ansicht wird von vielen Juristen vertreten bis hin zu höchsten Richtern. Entsprechende Gesetzesänderungen sind überfällig. Dann wäre ein Whistleblower, ein Mitarbeiter geschützt, der zu illegalen Machenschaften seiner oder ihrer Behörde nicht länger schweigen will. Was kann so ein Mitarbeiter aber hier und heute tun, ohne das Risiko einzugehen, arbeitsrechtlich, disziplinarrechtlich oder gar strafrechtlich belangt zu werden? Er kann sich bei seinem Vorgesetzten beschweren. Na toll. Sollte danach aber noch etwas durchsickern, dann hat man ihn in einem halben Tag am Wickel. Ich meine, unser Verfassungsschutz vielleicht in einer Woche, aber gleichwohl. Er kann sich an das parlamentarische Kontrollgremium wenden, aber er muss trotzdem zeitgleich seinen Vorgesetzten darüber informieren. Das ist für einen Angestellten, der doch vom Wohlwollen seines Vorgesetzten abhängig ist, eine riesengroße Hürde. Der Chef vom Verfassungsschutz, Herr Maaßen hat neulich stolz erklärt, kein Mitarbeiter seiner Behörde habe sich bisher an das parlamentarische Kontrollgremium gewandt. Das sei der Beleg dafür, dass alles rechtens liefe beim Verfassungsschutz. Und wenn sich nun trotzdem, trotz dieser Hürden, ein Mitarbeiter der Geheimdienste an einen Parlamentarier des parlamentarischen Kontrollgremiums wenden würde, was könnte der Parlamentarier dann tun? Jedenfalls nichts, was wir, die Betroffenen, die Überwachten und Ausspionierten, die auf Vorrat gespeicherten, wir, der Souverän, nichts, was wir je erfahren würden. Denn die Parlamentarier haben ihrerseits Stillschweigen zu bewahren. Sonst machen sie sich selber strafbar. Davor haben sie vielleicht auch Angst. Unsere Forderung an die regierende Politik lautet also weiter: Abschaffung der gesetzlichen Regelung, dass Mitarbeiter der Geheimdienste ihre Vorgesetzten beteiligen müssen, wenn sie das parlamentarische Kontrollgremium über Missstände informieren wollen. Abschaffung der absoluten Verschwiegenheitspflicht für die Parlamentarier selber. Sie müssen zu öffentlichen Stellungnahmen und Kritik an der Regierung berechtigt sein, auch als Minderheiten im Ausschuss. Das wäre ein richtiger Schritt in Richtung Transparenz und Kontrolle als Normalität. Darum geht es. Transparenz und Kontrolle als Normalität. Damit verantwortungsbewusste, bei den Diensten angestellte Bürger und Bürgerinnen keinen Opfermut brauchen, wie Snowden
um Unrecht und gefährliche Entwicklung anzuzeigen. Das wäre ein Stück weit Freiheit statt Angst. Diese Forderungen sind nicht neu. Sie haben aber bisher kein Gehör bei den jeweils Regierenden gefunden. Whistleblower im Kontext unserer Geheimdienste sind in der Regel nicht geschützt. Trotzdem hoffen wir auf einen deutschen Snowden. Selbst in den USA ist schon mindestens ein weiterer Whistleblower aus dem Geheimdienstbereich Snowdens Beispiel gefolgt. Trotz der abschreckenden und rechtlich fragwürdigen Repressionen dort gegen Whistleblower und der fortdauernden Menschenjagd auf Snowden selber. Der oder die Neue wurde bisher nicht enttarnt. Snowdens unerhörter Mut ist ansteckend. Courage is contagious, haben wir von den amerikanischen Bürgerrechtlern gelernt. Die Zivilgesellschaft steht hier, um zu demonstrieren: Edward Snowden, du bist nicht allein. Vermisst jemand ein Plektrum? Vielen Dank, liebe Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Und ich mag nur anfügen, wir fordern nicht nur Asyl und sicheren Aufenthalt für Edward Snowden, das auch. Wir appellieren auch an die Vereinigten Staaten von Amerika, Chelsea Manning freizulassen. Und an unsere Regierung auch mit Flüchtlingen im Schengen-Raum viel besser umzugehen. Dr. Rolf Göstner von der Internationalen Liga für Menschenrechte, Juror mit bei den Big Brother Awards, die wir jährlich in Bielefeld verleihen, ist heute hier. Auch er möchte, oder ich sag mal so, wir haben ihn sanft gezwungen, hier ein paar Worte zu sagen. Lieber Rolf, ich weiß, du stehst schon da. Komm her, dein Mikrofon. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, während wir hier zu Tausenden offen gegen Überwachung und für Freiheit statt Angst demonstrieren, gehen die Geheimdienste ungebremst ihren dunklen Geschäften nach. Was wir gerade erleben, ist kein In-sich-Gehen, kein Innehalten angesichts des größten Massenüberwachungsskandals in der Geschichte. Im Gegenteil. Anstatt endlich die Menschen vor geheimdienstlicher Ausforschung zu schützen, werden die Geheimdienste auch hierzulande aufgerüstet und massenüberwachungstauglicher gemacht. Verfassungsschutz und BND wollen sich vom großen Bruder NSA emanzipieren, sollen also aus dem Desaster gestärkt hervorgehen. Bei diesem schamlosen Wettrüsten in einem globalen Informationskrieg geht es nur vordergründig um Terrorabwehr und Sicherheit. Letztlich geht es um geostrategische und ökonomische Machtinteressen bis hin zur Aufstandsbekämpfung und Absicherung militärischer Interventionen. Nun, die Internationale Liga für Menschenrechte, für die ich hier spreche,
hat zusammen mit Chaos Computer Club und Digital Courage Edward Snowdens grandiose Enthüllungen zum Anlass genommen, beim Generalbundesanwalt Strafanzeige zu erstatten. Und zwar Strafanzeige gegen die Bundesregierung und gegen Geheimdienstverantwortliche. Ja, warum? Man kann sich's fast denken. Erstens wegen massiver Verstrickung bundesdeutscher Geheimdienste in das globale Massenüberwachungssystem. Zweitens wegen millionenfacher Verletzung der Privatsphäre. Und drittens wegen sträflich unterlassener Abwehrmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Es war für uns der Versuch, die gesellschaftliche Duldungsstarre, die wir gelegentlich spürten, zu durchbrechen. Und tatsächlich wirkte dieser, man kann sagen, Akt der Notwehr wie ein Ventil, das plötzlich geöffnet wird. Tausende unterstützen inzwischen unsere Strafanzeige. Ja, und ich frage, seid auch ihr alle dabei? Wer noch nicht dabei ist, kann es nachlesen in dieser Broschüre, die, ich denke, auch hier zu erwerben ist. Auf jeden Fall lesenswert. Bekanntlich hat ja nun der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber nur wegen des unfreundlichen Angriffs auf das Handy der Kanzlerin. Oh ja. Eine politisch motivierte Kompromissentscheidung, die an der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz zweifeln lässt. Denn auf Ermittlungen wegen der massenhaften Ausspähung von uns allen verzichtet der General. Kurioserweise mangels tatsächlicher Anhaltspunkte. Das ist, mit Verlaub, Realitätsverleugnung, hart an der Grenze zur Strafvereitelung im Amt. Wir werden nicht locker lassen. Als einstweilen halten wir diese Verweigerungshaltung für eine Kapitulation des Rechtsstaats vor staatlichem Unrecht. Die bundesdeutschen Geheimdienste können sich so jeder Verantwortung entziehen, obwohl sie längst aufs Engste in den menschenrechtswidrigen Geheimverbund verflochten sind, ebenso wie in die schmutzigen US-Kriege gegen den Terror. Edward Snowden sagt wörtlich, BND und NSA liegen in einem Bett. Eine wahrlich grauenhafte Vorstellung. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die einzig funktionierende demokratische Kontrolle über demokratiewidrige Geheimdienste besteht in deren vollständiger Auflösung. Also bis dahin in der Offenlegung ihrer dunklen Geheimnisse und kriminellen Machenschaften. Und gerade hier haben Edward Snowden, andere Whistleblower und Unterstützerinnen sensationelle Pionierarbeit geleistet und enormen Mut bewiesen. Das Whistleblowertum
Das Whistleblowertum im digitalen Zeitalter und in einer globalisierten Welt hat existenzielle Bedeutung gewonnen. Und muss endlich menschen- und völkerrechtlich geschützt werden. Und lasst mich auf das, was Annegret Falter vorher gesagt hat, noch zurückkommen. Edward Snowden hat mit seiner Gewissensentscheidung seine persönliche Freiheit riskiert, um die unsere zu schützen. Lasst ihn uns in praktischer Solidarität unterstützen. Lasst uns gemeinsam für eine Kultur des Whistleblowing streiten, die es hierzulande, wie wir gehört haben, ja nun wirklich nicht ansatzweise gibt. Was uns fehlt und was wir dringend brauchen, einen Snowden im BND und im Verfassungsschutz. Und jede Menge Zivilcourage. In diesem Sinne, herzlichen Dank. So, für diejenigen, also erstmal herzlichen Dank, Rolf Gössner, ich glaube, 40 Jahre lang vom Verfassungsschutz überwacht worden. Er hat 40 Jahre lang dagegen geklagt. Er hat letztendlich gewonnen, ganz unspektakulär. Hat einfach mal gesiegt und erzählt kaum darüber. Finde ich ganz prima. Die Bücher, die wir zu der Strafanzeige verlegt haben, könnt ihr am Digitalcourage-Stand, ich glaube, der ist da hinter dem Krebsstand, da kann man die bekommen. So, ich möchte euch noch zwei Leute vorstellen, wenn ihr euch einmal gerade zeigt. Diese beiden sympathischen jungen Herren sind diejenigen, an die ihr die Eimer übergeben könnt, in denen das Geld drin ist. Sie laufen vorne mit bei unserem Lauti, also beim ersten Wagen, das ist das Fahrzeug da drüben, das von Michi gefahren wird, vom Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. Da könnt ihr das abgeben und es ist auch schon viel Geld reingekommen, aber ich habe noch ein paar leere Eimer, die sind wieder geleert. Darf ich die jetzt gerade jemandem geben zum weiter rumlaufen und sammeln? Ja, jetzt aber hier, jetzt jemand kommen. Ja, wunderbar. So. Dankeschön. Also zur Erinnerung, die Arbeit ist nicht nur einmal im Jahr eine Demo zu veranstalten, die ist den ganzen, geht das ganze Jahr über. Wir haben Treffen, wir haben jetzt gerade eine Aktivwoche hinter uns, wo wir die Infrastruktur des Arbeitskreises neu aufgebaut haben und ähnliches. Da gehört sehr viel dazu. Ein politischer Kampf braucht auch Geld. Es geht nicht nur mit Politromantik, es geht nicht nur mit Twittern und Facebook wollen wir ja eigentlich gar nicht erwähnen hier auf der Bühne. So, nächster Redner, das sind jetzt zwei Personen, übersetzt von Sebastian Lisken von Digital Courage, weil unser nächster Sprecher spricht lupenreines Amerikanisch. Es ist Jacob Applebaum, begrüßt ihn mit einem warmen Applaus. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Letztes Jahr habe ich als Journalist in Berlin gelebt und gearbeitet. Und Dankeschön für eure Solidarität und danke für eure Arbeit und euer Schutz. Es freut mich so viel. Es ist wirklich schwer für mich, das zu erzählen in Deutsch. Und ich hoffe, dass du kannst meine Stimme hören, weil ich bin eine Immigrant in Deutschland. Und ich habe keine deutsche Stimme jetzt. So ist es schwer. Aber ich habe das geschrieben, 5 Minuten Zeit oder so. Und hoffentlich, du kannst meine Stimme hören.
Meine erste Gespräch in Deutsch. So. Ich fühle mich so gut mit eurer Hilfe, eurer Liebe und eurer Unterstützung. Das große Problem ist eine Menschenrechtsfrage. Haben wir Menschenrechte? Die Wurzel des Problems ist Ungerechtigkeit. Das große Problem ist Massenspionage. Das ist nicht das einzige Problem. Kein Mensch ist ein Untermensch. Alle Menschen haben das Recht auf Schutz. Alle Menschen müssen eine Stimme haben. Wie sollen wir das erreichen? Was können wir tun? Wir müssen zusammenarbeiten. Und für die technischen Leute, wir müssen freie Software schreiben. Wir müssen sie machen, wir müssen sie finanzieren und wir müssen sie benutzen. Alle die Leute müssen benutzen. Eine gute Freund bei mir, Leaf, hat gesagt, dass wir brauchen vielfältige Taktiken und wir brauchen vielfältige Strategien. Und ich denke, das ist richtig. Wir müssen in dieser politischen Raum, in diesem Internetraum, wir müssen über die ganze Welt, in Kunst, alles. Und wenn wir haben das gemacht, dann wir können das sagen, alle Staaten müssen die grundlegenden Menschenrechte respektieren. Ich wiederhole, alle Staaten müssen die fundamentalen Menschenrechte respektieren. Und jetzt erlaubt mir, mich direkt auf euch zu wenden. An jede einzelne persönlich hier vor der Bühne. Wir brauchen dich. Wir brauchen diese Massenbewegung. Wir müssen gegen Massenspionage aufstehen und noch mehr. Wir müssen für die Menschenrechte aufstehen. Wir müssen uns für alle stark machen, für die sonst niemand aufsteht. Für alle die Leute, alle die Menschen über die ganze Welt. Für Brief- und Postgeheimnis, für Internetgeheimnis, für Verschlüsselung. Es funktioniert. Und für Anonymität. Es schützt dich. Und noch etwas. Sind Sie in der NSA? Sind Sie bei dem CIA? Bei dem Bundesnachrichtendienst, bei dem Bundesverfassungsschutz, leak more documents. Oder seid ihr nicht bei NSA, im Bundesnachrichtendienst oder CIA? Dann geht dorthin. Arbeitet dort und draußen kommen mit dem Dokumenter. Ich meine es ernst. Wir müssen die Welt verändern. Wir müssen alternativ bauen, teilen und benutzen. Wir können das alleine machen oder zusammen, aber wir müssen. Asyl für Snowden, Freiheit für Chelsea Manning, Justice for those who reveal injustice, Schutz für alle die Leute über die ganze Welt. Dankeschön. Da müsst ihr ja irgendwann auch loslaufen. Vielen Dank, Jacob Applebaum und Sebastian Listgen als den ersten Notfallübersetzer meines Lebens, den ich je gesehen habe. Er war nicht notwendig. Jacob hat mittlerweile sehr gut Deutsch gelernt. Und ich glaube, vorher hat Sebastian ihm bei der Rede und der Übersetzung geholfen. Jawohl. Wir haben jetzt eine ganz, ganz besondere Besucherin. Eigentlich dürfen ja keine Politiker, die im Amt und Würden sind, auf diese Bühne. Ich bitte jetzt aber trotzdem mal auf die Bühne zu kommen. Kommt sie? Ja? Der Security ist noch nervös? Ja? Da ist sie? Jawohl! Angela Merkel! Begrüßt sie!
kommen Sie ruhig näher. Ja, genau. Ja, ja, Frau Merkel, nicht hinsetzen. Aufstehen statt aussitzen heißt es. Frau Merkel, bitte, aufstehen statt aussitzen. Das ist ganz einfach. Das schaffen auch Sie. Ich weiß, Sie sind eine humorvolle Frau, aber bitte stehen Sie auf. Ja, ich glaube, da gibt es Probleme mit dem Rückgrat. Ja. Ja. Mal schauen, ob mir da eine Lösung einfällt. Ich bin ja im Improvisieren gut. Ich weiß, wir haben Ingo. Ingo ist Rückentrainer. Ingo! Ingo! Da haben wir Ingo, unseren Rückentrainer! Dein Mikrofon! So, ihr könnt ja übrigens mitmachen, weil ich glaube, also einige sind ja schon ganz aufrecht, aber so manchmal fehlt es doch am Rückgrat, stelle ich immer wieder fest, speziell wenn wir mobilisieren und Helferinnen suchen. Also macht kräftig mit. Ingo, ich übergebe dir hiermit das Mikro. Vielen Dank. Frau Merkel! Kommen Sie zu mir, ich bin heute hier als Ihr persönlicher Fitnesstrainer. Lassen Sie mich mal sehen, Ihr Rücken ist ja ganz schief. Haben Sie denn kein Rückgrat? Dann müssen wir was machen. Ich habe Ihnen heute eine Rückenübung mitgebracht, die stärkt die Muskulatur und entspannt den Rücken zugleich. Sie sind ein schwieriger Fall, aber vielleicht mit ganz viel Training können wir da noch was machen. Ja. Sind Sie bereit? Wir machen eine kleine Übung zusammen. Ja, Sie haben es bitter nötig. Vor den ausländischen Geheimdiensten kuschen Sie. Und hier in der Bundesrepublik arbeiten Sie weiter im Überwachungsstaat. So kann es nicht weitergehen. Wir sind heute hier, stehen mit aufrechten Rücken, um zu protestieren gegen die Massenüberwachung, um zu demonstrieren für die Demokratie. Mit Ihnen fangen wir ganz leicht an, mit einer klitzekleinen Übung. Die Übung ist auch super für euch, die ist sehr gesund. Ich mache sie einmal vor, dann könnt ihr alle mitmachen. So ganz leicht. Wir stehen mit geradem Rücken. Nehmen die Arme nach oben. Und beugen uns langsam nach unten. Einmal ausschütteln. Und langsam wieder nach oben. Wirbel für Wirbel. Nehmen wir einmal wieder nach oben und strecken uns. Fantastisch! Und wir machen die Übung noch einmal. Bitte schön. Ich schaue mir das mal genau an. Frau Merkel, bitte. Die Arme nach oben. Und jetzt nach unten gehen. Ja, noch ein bisschen. Und schön ausschütteln. Und jetzt langsam wieder aufrichten. Die Arme nach oben nehmen. Und zum Himmel recken. Na, das sieht noch nicht so gut aus. Da müssen wir noch was machen. Die Frau Merkel müssen wir noch motivieren. Wir ziehen ja auch gleich nochmal vorbei am Kanzleramt. Da können wir alle nochmal laut sein und alle nochmal sagen, was wir von ihr halten und dieser Politik. Vielen Dank, Ingo. Ich nehme an, ihr macht noch ein paar Privat-Viertelstunden hinter der Bühne. Das hat noch nicht so geklappt. Euer Applaus. Frau Merkel ist gut. Machen Sie bitte erst Rückenübungen, Rückgrat stärken. Dann dürfen Sie auch mal hier stehen und verkünden, dass wir Snowden nach Deutschland geholt haben, dass er sicheren Aufenthalt garantiert bekommt. Und da gibt es noch so ein paar andere Probleme, die bereden wir dann mit Peter Tauber und Herrn Altmaier noch. Da brauchen Sie nicht die ganze Zeit dabei sitzen und können weiter mit Ingo Rückenübungen ausprobieren. Jawohl. Und ich finde, ihr habt gar nicht so gut mitgemacht. Habt ihr alle so aufrechte Rückgrate oder glaubt ihr nur, dass ihr sie habt? Also, wir lassen die Frage jetzt offen. Auf Kritik soll man ja nie eingehen. Und jetzt kommen wir so langsam dazu, endlich mal ein bisschen spazieren zu gehen. Auch das ist sehr gesund. Ich freue mich besonders, dass Christoph Bautz von Campact hier auf der Bühne ist, der uns jetzt motivieren wird, laut und freundlich und wütend, streitend, also nicht zankend, streitend, das ist ein Unterschied,
loszumarschieren. Christoph Bautz, darf ich dich bitten, an dieses Mikrofon zu kommen? Wir kommen nachher hier wieder zurück, dann seht ihr mich wieder. Ja, seid herzlich gegrüßt. Schön, dass so viele hier sind. Ja, ihr habt es vielleicht auch damals vor einem Jahr gelesen. Das erste Interview mit Edward Snowden in Hongkong. Und damals hat er geäußert, meine größte Furcht ist, dass es nichts ändert. Heute, ein Jahr später, nach dieser Veröffentlichung des NSA-Skandals, müssen wir konsterniert feststellen, genau so ist es gekommen. NSA, BND, der britische Geheimdienst, sie machen einfach weiter. Sie spionieren weiter uns, flächendeckend und verdachtsunabhängig aus. Sie kooperieren weiter mit den Datenkragen von Amazon, von Facebook und von Google. Und der Einzige, dem Gefängnis droht, das ist Edward Snowden selber. Ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, das macht betroffen, das macht auch ein Stück ohnmächtig, aber das macht auch wütend und empört. Was muss eigentlich noch bekannt werden, damit diese Datenschnüffelei endlich aufhört? Massenüberwachung. Massenüberwachung, das ist Gift für eine parlamentarische Demokratie und das ist Honig. Das ist Honig für das Totalitäre. Wir sind hier, weil wir uns wehren. Wir sind hier dafür, dass die Geheimdienste eben nicht auf unseren Grundrechten herumtrampeln und unsere Privatsphäre durchbrechen. Wir sind hier, um unsere Würde, unsere Freiheit und unsere Demokratie zu verteidigen. Angesichts des NSA-Skandals beweist diese Bundesregierung und allen voran Angela Merkel dort drüben im Bundeskanzleramt jede Menge Sitzfleisch. Nur zweimal hat sie sich bisher hinreißen lassen, etwas deutlicher zu werden. Ein ernsthafter Vorgang sei es und sie sei fassungslos, dass ihr Handy ausspioniert wird. Es sei Vertrauen gebrochen worden. Wenn ein Spion die Regierungsstellen ausspioniert und sich dort eingeschmuggelt hat. Liebe Frau Merkel, bei diesem Skandal geht es nicht um Ihr Handy, bei diesem Skandal geht es auch nicht um einen Spion, bei diesem Skandal geht es darum, dass unser aller Handys überwacht werden, dass wir alle ausspioniert werden und dass Sie dagegen nichts tun. Warum greifen Sie nicht endlich zum Hörer und lesen Obama mal ordentlich die Leviten? Warum lassen Sie nicht endlich die Abhörzentren in Bad Aibling, in Wiesbaden, den Treckerkomplex in Griesheim schließen? Warum sorgen Sie nicht dafür, dass der BND nicht mehr länger Helfershelfer der NSA ist? Und warum sorgen Sie nicht dafür, dass die hiesigen Geheimdienste endlich konsequent überwacht werden? Ich denke, wir sind alle hier, um von dieser Regierung zu fordern, klärt endlich konsequent auf und legt die Schnüffler an die Kette! Dass wir von diesen Machenschaften der Schlapphütte wissen, ja, das haben wir einzig Edward Snowden zu verdanken. Das, was Snowden als Whistleblower gemacht hat, das war ein Akt zivilen Ungehorsams. Das mag nicht ganz legal gewesen sein, aber es war bitter notwendig und legitim. Und ich denke, wir sind alle heute hier, um zu sagen, not our government, but the people of this country say, welcome to Germany, Edward Snowden! Wie sagte Sigmar Gabriel damals noch auf den Oppositionsbänken vor einem Jahr so schön, wenn Snowden ein verlässlicher Zeuge ist, muss man überlegen,
ob er in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden sollte. Wir brauchen eigentlich nur, unser ganz normales Rechtssystem wirken zu lassen. Das erwarte ich auch von der Bundesregierung. Aha, Herr Vizekanzler, dann lassen Sie doch in Regierungsverantwortung unser normales Rechtssystem einfach mal wirken und gewähren Sie Edward Snowden endlich Asyl! Ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, viele von uns treibt noch was weiteres auf die Straße. Und das ist TTIP, TTIP. Das ist das Handels- und Investitionsabkommen der EU mit den USA, was derzeit verhandelt wird. Wenn TTIP kommt, dann können wir unsere Datenschutzstandards einpacken. Mit TTIP kommt noch mehr Freihandel mit unseren Daten. Wenn Regierung strenge Datenschutzrichtlinien verabschieden und dafür vor internationale Schiedsgerichte gezerrt werden können, dann läuft etwas falsch. Wer da entscheidet und auch verdient, das sind private Anwaltskanzleien, die zugleich Kläger, Verteidiger und Richter sind und bei denen nicht mal eine Berufung möglich ist. Diese Privatisierung unseres Rechtssystems, das ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie und genau das erntet unser aller Widerstand. Die Antwort auf den NSA-Skandal, das darf nicht ein Abkommen sein, was den Datenschutz und unseren Rechtsstaat weiter unterhöhlt. Die Antwort auf den NSA-Skandal, das muss ein sofortiger Stopp der TTIP-Verhandlungen sein. Und vor allem von einem erwarten wir, dass er endlich etwas genau für diesen Stopp tut. Und das ist Sigmar Gabriel. Diesen Herbst wird er darüber entscheiden können, ob CETA kommt. Das Handels- und Investitionsabkommen mit Kanada, das Pendant zu TTIP, das ist die nächste Entscheidung und wir erwarten, dass er dieses Abkommen über die Klinge springen lässt. Herr Gabriel, Sie haben genug herumlaviert, was TTIP und CETA betrifft. Handeln Sie! Eine breite Bewegung ist entstanden gegen TTIP und CETA. Und ja, beide Abkommen wanken. Und ich glaube, genau diese Bürgerbewegung gegen diese beiden Abkommen, die machen Hoffnung, die machen Mut, weiter zu kämpfen. Denn ja, ich finde es immer noch viel zu leise in diesem Land angesichts des Überwachungsskandals. Wo bleibt der Widerstand? Wo bleibt der öffentliche Aufruhr? Wo bleibt der öffentliche Aufschrei? Heute ist das anders. Heute sind viele hierher gekommen, damit diese Ruhe zu Ende ist und damit es laut wird. Und ich lade euch ein, mit dieser Demonstration richtig ordentlich laut zu sein. Empört euch, seid wütend, bietet ihnen die Stirn. Lasst uns aufstehen dafür, um unsere Freiheit und unsere Grundrechte zu verteidigen. Gegen die Schlapphühne von Bullach, von Berlin und von Port Meads. Gegen die Datenkragen von Amazon, von Facebook und von Google und gegen eine Politik, die alles aushitzt. Jetzt nehmen wir den Kampf gegenüber den Wachungsbahnen selbst in die Hand. Ja, liebe Leute, es kann losgehen. Frau Merkel, Herr Gabriel, wir kommen. Los geht's. Dankeschön. Und ich bitte euch, hier nur von meiner Seite aus links, von eurer Seite aus rechts der Bühne loszulaufen und euch hier dem Fronttransparent anzuschließen. Macht's gut, habt viel Spaß heute bei dieser Demonstration. Rockt ordentlich das Regierungsviertel. Wir sehen uns. Tschüss, danke. Thank you.
Dankeschön. Hier ist unser Potenzial. Leute, ich bin gebrochen in der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel.
Seht ihr das Gebäude, in dem das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung aller unserer Telefonate, E-Mails, Internetverbindungen und Aufenthaltsorte beschlossen worden ist? Und lasst uns jetzt mal rüberrufen, was wir von diesem Gesetz halten. Vorratsdatenspeicherung, sinnlos, teuer, einfach, dumm. Nicht ganz so viel Überwachung droht. So, wer weiß das schon. Ja, soll es da solche Parteien geben? Habe ich schon gehört. Soll es geben. Das habe ich jetzt gesagt. Oh, jetzt fährt hier gerade schon. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Game.
NSA! 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 Snowden! 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 Wir haben nichts gegen die Menschen. Es geht um die NSA. Es geht nicht gegen das Land. Es geht gegen die NSA. Nur um das mal ganz deutlich zu sagen. Guten Morgen, lieber Trip, haben heute schon Facebook gecheckt. Natürlich haben wir damals schon dein Geld wohl gehackt. Mit dem Handy am... Hey, halt, statt Angst. Das ist jetzt überall, wo ich zu Orten bin. Wenn ich zum Chip sage, ist hell blau. Guck's dir an. Ich glaube, ich habe noch eine Durchfrage an die Bundeskanzlerin, die uns hier zuschaut, hier links von euch. Bundeskanzlerin, Frau Bundeskanzlerin Merkel. Wir sind hier! Ich glaube, es kommt so! Wer Snowden nicht einmal befragt, hat Angst davor, was er wohl sagt. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Freiheit klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Frei
Thomas de Maizière letzte Woche bei der Vorstellung der digitalen Agenda. Damit meint er, dass Überwachung ein Kampfbegriff für die Regierung ist und er lieber gegen den Begriff kämpfen mag, als auch gegen die ausufernde Überwachung selbst. Er sowie die gesamte Regierung möchten überhaupt nicht über das Thema Überwachung reden. Schon der Bundesschaffner für besondere Aufgaben, Ronald Pofalla, hat damals den Überwachungsskandal für beendet erklärt. Nun folgt ihm der Innenminister aufs intellektuelle Abstellgleis. Die Regierung hat es sich gemeinsam mit ihren Schergen in den Überwachungsdiensten in ihrem eigenen Staat im Staat gemütlich gemacht. Überwachung ist jetzt Supervision und damit ein ehrbares Handeln. Die Realitätsverwalter in der Regierung halten also ihre grundrechtswidrigen Eingriffe in das Grundgesetz für ehrbares Handeln. Da sind selbst die besten Spin-Doktoren des Landes mit ihrem Latein am Ende. Diagnose: chronischer Sprechdurchfall. Wir sehen bei der Bundesregierung eine Mischung von hölzern vorgetragener Beschwichtigungsrhetorik der Öffentlichkeit gegenüber, operettenhaft zur Schau getragener Empörung und eine hilflose Appeasement-Politik, insbesondere den USA gegenüber. Die Knallchargen der Bundesregierung haben außer einem grotesken Bauerntheater nichts auf die Beine stellen können. Da ruft keiner Zugabe, im Gegenteil, wir müssen diese Figuren von der Politbühne buhen. In der digitalen Agenda, die letzte Woche vorgestellt wurde, ist sogar vorgesehen, das Bundesamt für Verfassungsschutz weiter aufzurüsten. X-Keyscore by Default heißt die Losung. Das bedeutet, in Zukunft wird dem Verfassungsschutz eine flächendeckende Überwachung sozialer Netzwerke erlaubt. Zwar darf der Verfassungsschutz nur einzelne Personen ins Visier nehmen, aber auch die Freunde und Freundesfreunde können überwacht werden. Unschuldige geraten so zügig in das Schleppnetz des Verfassungsschutzes. Da sich die Arbeit des Dienstes gezielt gegen Menschen in Deutschland richtet, werden auch hier unsere Grundrechte erneut beschnitten. Die Gefahr wächst damit weiterhin, dass wir alle Opfer der Spielsucht der Dienste werden. Zudem schafft es die Bundesregierung nicht, ihre Pflicht zum Schutz der Menschen zu erfüllen. Das gilt auch für Gewerbetreibende und Firmen. Wir müssen daher auch selber aktiv werden und Kryptographie aktiv verwenden. Verschlüsselt eure Mails und Nachrichten, setzt auf Open-Source-Software und ihr müsst mit euren eigenen Daten sorgsam umgehen. Wir fordern die Regierung auf, entsprechende Projekte auch künftig finanziell zu unterstützen. Es ist in diesem Zusammenhang auch ein Skandal, dass die Bundesregierung weiter auf kaputte Konzepte wie die E-Mail setzt, statt Open-Source-Verschlüsselung zu unterstützen. Statt eine fundierte gesamtgesellschaftliche Debatte darüber zu führen, ob und wenn ja, welche geheimdienstlichen Maßnahmen in ihrem demokratischen Rechtsstaat akzeptabel sind, erklärt die Bundesregierung Überwachung zum Kampfbegriff. Statt einer schonungslosen Aufklärung der Beteiligung deutscher Stellen an der weltweiten Überwachungsmaschinerie führt die Bundesregierung einen abenteuerlichen Eiertanz auf. Statt das gesamte deutsche Geheimdienstwesen auf den Prüfstand zu stellen, statt den Einsatz verfassungswidriger Werkzeuge wie X-Keyscore zu verhindern, sowie die massenhafte Abschöpfung und automatische Auswertung der Kommunikationsdaten von Menschen in Deutschland, etwa am Knotenpunkt D6 in Frankfurt. Statt sich für die Aussetzung von Abkommen wie Safe Harbor und den Datentauschabkommen mit den USA, namentlich das Fluggastdatenabkommen PNA und das Bankdatenabkommen SWIFT, stark zu machen,
statt Whistleblower zu schützen und zu stärken. Kurz, statt diesem Überwachungswahn endlich ein Ende zu bereiten und die freiheitliche Gesellschaft zu verteidigen, haben wir die Bundesregierung sich von einer lächerlichen sowie zaghaften und zugleich gefährlichen, völkerrechtlich und grundrechtswidrigen, schwammigen und nichtssagenden Erklärung zur nächsten. Dieser Demonstration des Unwillens und der Unfähigkeit seitens der Regierung stellen wir heute eine Demonstration unserer Entschlossenheit und der klaren Forderung nach einem umgehenden Stopp der Überwachungsmaschinerie entgegen. Noch ein Redner, ich weiß nur nicht, wer das ist. Ist er anwesend? Ja, wir können jetzt nicht schon wieder losgehen, ist zu früh. Katja, willst du was sagen? Stopp den genau hier vor dem Bundestag und habe regelmäßig vor dem NSA-Untersuchungsausschuss für Campact demonstriert. Wir fordern, dass Edward Snowden, derjenige, der wirklich den Mumm hatte, mal aufzustehen und zu sagen, was da läuft, dass dieser Mann nicht einfach allein gelassen wird, dass wir Zivilcourage zeigen, dass wir die Werte, die in unserem Grundgesetz stehen, auch verdammt nochmal leben. Sich dort im Bundestag an die Kanzel zu stellen und von Grundrechten, von europäischer Wertegemeinschaft, von Grundrechtecharta, vom Grundgesetz, von Freiheit, von Privatsphäre, von Menschenwürde und dem Ganzen zu reden, ja? Aber der wahre Charakter eines Menschen, der wahre Charakter zeigt sich im Handeln. Und ja. dieser Mut, den haben wir bei Edward Snowden gesehen, ja? Jahrelang wussten die doch alle, was da läuft, ja? Jedem nur empfehlen, sich einmal das erste Interview von Edward Snowden anzuhören, als er in Hongkong in einem Hotel mit Glenn Greenwald darüber gesprochen hat, warum er es eigentlich getan hat. Er hat gesagt, ich bin kein Held. Ich bin ein ganz normaler IT-Guy von nebenan. Und ich mache ganz normal meinen Job. Ich bin mit hehren Zielen in diesen Job reingegangen. Und was ich gesehen habe, war einfach abartig, ja? Und ich möchte nicht Teil eines solchen Systems sein. Und da frage ich mich, wie viele Leute derzeit genau Bescheid wissen darüber, was da läuft, es hinnehmen, nichts tun. Und im Gegensatz zu uns, an den Hebeln der Entscheidung sitzen. Sie könnten was verändern, wenn sie wollen. Ja, sie könnten es, sie tun es einfach nicht. Und daher ist es unsere Aufgabe, sie verdammt nochmal an ihren Job, an ihren Amtseid zu erinnern. So lange wird was passieren. Zwischen Freiheit und Sicherheit, als wenn es ein Gegensatz wäre, ja? Und ich muss sagen, ich als Bürgerrechtlerin fühle mich nur sicher in einer Demokratie, in der ich frei demonstrieren kann, in der ich frei meine Meinung sagen kann, in der ich mir sicher sein kann, dass ich in keiner verdammten Schublade bei irgendeinem Geheimdienst dafür lande, dafür, dass ich eine Meinung habe und dazu stehe. Und das war ein langer Tag.
heute und wir werden nach Hause gehen und unsere Familie und unsere Freunde werden fragen, was habt ihr so gemacht? Und dann werden wir erzählen, wir waren hier, ja? Wir waren laut und wir haben für euch dort auch gestanden. Und das nächste Mal, kommt mit, wir können etwas verändern, wenn wir es wollen. Wir müssen nur dran sein, wir können sie nicht so davonkommen lassen, ja? Das ist unsere Pflicht, das müssen wir tun und es geht nicht nur um uns, es geht um unsere Nächsten, es geht um Journalisten, die ihren Job nicht mehr machen können, es geht um Anwälte, die ihren Job nicht mehr machen können, um Seelsorger, um Ärzte, ja, wer ruft denn noch bei einem anonymen Alkoholikertreff an und fragt, wann der nächste Treff ist, wenn er weiß, irgendjemand hört mit, irgendjemand liest mit, ja? Und es ist nicht so, dass es darum geht, ob etwas gestoppt wird, was derzeit am Laufen ist, das würde ich mir ja wünschen, ja? Die Diskussion da drin verläuft ganz anders. In den nächsten Wochen, wenn der Bundestag nach der Sommerpause wieder tagt, wird darüber diskutiert, ob nicht vielleicht doch 300 Millionen Euro für den Verfassungsschutz locker gemacht werden, um soziale Netzwerke zu überwachen. Und es wird dann wieder gesagt, dass, naja... Genau, bitte nochmal ein bisschen lauter! Und es wird dann gesagt werden, argumentiert werden in der Öffentlichkeit vom Innenministerium, naja, die Daten sind ja öffentlich, die Leute machen das ja freiwillig, ja? Und da sage ich, nein, es ist nicht in Ordnung, etwas aus dem Kontext herauszureißen und mich in eine Datenbank zu stecken, nur weil ich zu meiner Meinung stehe, weil ich meine Grundrechte gebrauche. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht deren Aufgabe, das ist nicht Sicherheit und so stirbt die Freiheit mit Sicherheit. Jo. Katharina Nofra und von Schenkeck. Ich denke, da können wir ganz langsam weiterlaufen. Ich gebe jetzt hier das Mikro wieder an die Technik weiter, an unseren Hausmeister. Das ist Freier. Ohne den Mann hier gäbe es das alles gar nicht. Ich soll jetzt eine Ansage machen. Also okay, dann mache ich mal eine Ansage. Wir gehen dann gleich weiter. Hallo. Und wir sollen nicht so viel Musik spielen. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was ich sagen soll. Ja, vielleicht sollte ich dann auch nichts sagen. Ihr solltet dann eigentlich auch nicht lachen. Thank you.
deine Kamera. Oh, halt's Maul. Unternehmer, ich habe ein Informatikbüro gegen für Informationssicherheit und ich bin gegen Überwachung. Bei jedem einzelnen Teilnehmer dafür, dass er hier war. Vielen Dank, ich könnte das nur so viel sagen. Vielen Dank, dass ihr mit uns baut. Das gibt uns so viel Kraft, damit wir weitermachen können. Bis demnächst wieder, oder so. Hornos! Also, ich finde das immer komisch, dass ich mit dem anderen Musik spielt. Ich kann schweigen,
Super, dass ihr alle gekommen seid. Wir rocken euch nochmal, aber jetzt kommt erstmal mal ein bisschen Redebeitrag hier von denen. Na? Wie sieht's aus? Ja, die Punks kommen auf jeden Fall nochmal. Eine düstere Version, wie süß sein sollte. Unser Song Iron Dream. Der Stress auf euch genommen habt, um hier zu sein, das Ganze organisieren musstet, Geld ausgeben musstet für Reise, Unterbringung und so weiter. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid und einen besonderen Applaus von allen Berlinerinnen und Berlinern. So, denkt dran, die Spendeneimer auch wieder fleißig abzugeben und weiter zu befüllen. Und als ersten Redner im zweiten Block Dr. Wieland Dietrich von der Freien Ärzteschaft über die Vorratsdatenspeicherung im Gesundheitswesen. Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Bürgerinnen und Bürger, als Staatsbürger dieses Landes und als Arzt freue ich mich, dass wir heute in so großer Zahl hier zusammengekommen sind, um uns für unsere Freiheitsrechte zu streiten. Worum geht es? Wir wollen freie Bürger eines demokratischen Landes sein. Wir wollen über unsere Lebensführung selbst entscheiden. Wir wollen über die Verwendung unserer Daten frei entscheiden und darüber, wer davon Kenntnis erlangt. Das gilt besonders auch für unsere Gesundheitsdaten, denn die sind das schützenswerte, höchstpersönliche Eigentum jedes Einzelnen von uns. Wer hat welche Krankheiten und gesundheitlichen Probleme? Wer nimmt welche Medikamente? Wer eignet sich als künftiger Konsument, als Zielgruppe für die Interessen von Pharmaindustrie und Gesundheitswirtschaft? Wer stellt ein schlechtes Risiko dar, dem man besser keine Lebensversicherung anbietet, keine Krankenversicherung, dem man vielleicht besser keinen Kredit gibt oder vielleicht erst gar keinen Job? Viele von uns haben sich bereits daran gewöhnt, dass wir in weiten Bereichen gläserne Bürger sind. Im Zeitalter von Internet und globaler Datenspeicherung laufen wir Gefahr, durch Dritte manipuliert, erpresst oder ausgegrenzt zu werden. Dieses Risiko ist bei Offenlegung unserer Gesundheitsdaten besonders groß.
Die elektronische Gesundheitskarte ist als Zugangsschlüssel für unsere persönlichen Krankheitsdaten geplant. Diese Krankheitsdaten sollen in einem zentralen Netz gespeichert werden. Ein riesiger Datenberg würde produziert. Damit droht auch eine neue Dimension zentralisierter Überwachung, aber auch der Zweckentfremdung unserer Daten. Fast monatlich hören wir von Fällen von Datenklau im Gesundheitswesen. Erst vor 2 Wochen wurden 4,5 Millionen Patientendaten des US-Krankenhausbetreibers Community Health Systems von Hackern gestohlen. Das ist nur das jüngste Beispiel einer langen Kette von Gesundheitsdatendiebstählen in den letzten Jahren. Andererseits erlauben es amerikanische Gesetze, Gesundheitsdaten zu verkaufen. Und auch in Deutschland ist das nach § 300 des Sozialgesetzbuches 5 erlaubt, wenn es nur anonymisiert erfolgt. Doch es ist umstritten, dass diese Anonymisierung der verkauften Daten wirklich sicher ist, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Bürger möglich sind. Ich finde, es ist ein Skandal, dass nach deutschem Recht überhaupt Daten, die dem Sozialdatenschutz unterliegen, von Rechenzentren verkauft werden dürfen. Seit über 10 Jahren laufen bestenfalls unbedarfte, oft aber lobbybeeinflusste Politiker dem Phantom elektronische Gesundheitskarte hinterher. Diese Karte dient vor allem der Kontrolle der Bürger durch die Krankenkassen und den Interessen der IT-Industrie. Seit 10 Jahren will die Politik das weltweit größte IT-Netz schaffen und mithilfe dieser Karte alle Medizindaten zentral speichern. Doch wir Ärzte haben uns über Jahre wiederholt entschieden gegen dieses Projekt ausgesprochen. In diesem Jahr haben wir auf dem Deutschen Ärztetag in Düsseldorf mit der Datenkrake, die hier vorne mitgefahren ist, auf dem Demozug wieder dagegen demonstriert. Vielen Dank an die Digitalcourage für die Überlassung der Datenkrake zu diesem Zweck. Wir wollen als Ärzte die Geheimnisse unserer Patienten schützen und damit die Grundlage für das uns entgegengebrachte Vertrauen erhalten. Dass es der Politik und interessierten Kreisen beim eCard-Projekt nicht wirklich um die Interessen der Bürger und Bürgerinnen geht, sehen wir an Folgendem. Freiwillige Datenspeicherprojekte für Medizindaten in Deutschland von Krankenkassen oder IT-Firmen wurden eingestellt, weil kaum Interesse bestand. Ähnliche Erfahrungen wurden im Ausland gemacht, etwa in Frankreich. Und jahrelang wurde von Freiwilligkeit beim eCard-Projekt gesprochen. Aber als Widerstand kam und freiwillig nichts voranging, begann die Politik Druck auszuüben. Krankenkassen sollten weniger Geld bekommen, wenn sie nicht genügend Karten ausstellen. Die Patienten sollen ab Anfang nächsten Jahres nicht mehr auf Kasse behandelt werden können, wenn sie keine eCard vorlegen. Und Ärzte erhalten Geld, damit sie bei Tests endlich mitmachen, was sie ja mehrheitlich abgelehnt haben. Wir sehen, die Freiwilligkeit ist nur vorgeschoben, tatsächlich wird sie mit Zwang eingeführt. Es wird offenbar, dass bei der eCard der Druck der Gesundheitsindustrie auf die Politik enorm ist. Aber dessen ungeachtet haben Hunderttausende von Versicherten bis heute kein Foto bei der Kasse eingereicht, weil sie sich weigern, sich eine solche Schlüsselkarte ausstellen zu lassen. Deutschlandweit gibt es Klagen von Versicherten gegen das Projekt. Seit 2002 wurde bei der eCard viel versprochen. Die Karte soll vor Leistungsmissbrauch schützen. Sie bringt angeblich per Knopfdruck Rettung, wenn jemand auf der Straße umfällt. Und sie bringt angeblich Spitzenmedizin für alle, bloß weil irgendwo in einem Großcomputer unsere Krankheitsdaten liegen. Das ist Unsinn. Von all dem ist heute, 12 Jahre später, nichts zu sehen. Mehr als eine kleine Karte mit Foto ist bislang nicht herausgekommen. Und dass die Fotos auf der Karte gar nicht identitätsgeprüft sind, so wie es bei Personaldaten der Fall sein müsste, wird von Politik, Kassen und Lobbyisten verschwiegen. Vor wenigen Monaten habe ich den neuen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in seinem Wahlkreis im Rheinland gefragt,
wie es denn um die Freiwilligkeit der Bürger am EK-Projekt stehe, um die Teilnahmefreiwilligkeit. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es war erschreckend. Bundesgesundheitsminister Gröhe hat die Freiwilligkeit der Preisgabe von Medizindaten in dieses Projekt, wenn es denn irgendwann online geschaltet sein sollte, in keiner Weise vertreten. Und das vor dem Hintergrund, da hat Peter Schaaf vorhin auch darauf hingewiesen, dass das Recht des selbstbestimmten Umgangs der Bürger mit seinen Daten quasi ein europäisches Grundrecht ist. Ich finde es erschreckend, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ein Bundesgesundheitsminister das Recht des Bürgers auf selbstbestimmten Umgang mit seinen persönlichsten Gesundheitsdaten in Frage stellt. Die Gier nach unseren Gesundheitsdaten ist auch auf globaler Ebene grenzenlos. Auch Google giert nach diesen Daten. Vorhin hat eine Protestmarsch-Teilnehmerin ein Schild getragen, darauf stand, Google weiß mehr als meine Mutti über mich. Google sammelt Daten von Hausbewohnern und deren Verhalten. Dort konzipiert man einen Verwaltungsdienst für Gesundheitsdaten. Über Fitnessarmbänder werden verschiedene Körperwerte gemessen, von Apps in der neuen Health-App gespeichert und dann von Google oder Apple ausgewertet. Der Handel mit Risikoprofilen ist ein möglicher weiterer Schritt, meinen Kritiker. Bereits jetzt ist der Handel mit Krankheits- und Rezeptdaten ein Milliardengeschäft. Wir sehen, nicht nur beim EK-Projekt interessiert man sich für unsere Medizindaten. Das Problem sind gebündelte und gespeicherte Online-Daten von Millionen von Menschen, die entgegen den Interessen der Bürger verwendet werden. Natürlich braucht die Medizin moderne Informationstechnologie. Was wir aber nicht brauchen, sind Gesundheitsdatensammlungen im Interesse Dritter und mithilfe eines staatlichen Großprojektes erzwungene Medizindatenberge. Vor allem ist es eine Schande, wenn unser Staat dabei Freiwilligkeit ignoriert. Wir brauchen sichere Leitungen und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder eben dezentrale Medizindaten in der Hand des einzelnen Bürgers. Informationelle Selbstbestimmung und zentrale Medizindatenspeicherung schließen sich gegenseitig aus. Eines ist inzwischen klar, das wissen wir, das haben wir gesehen, zentral gespeicherte Datenberge können nicht sicher geschützt werden. Und deshalb sind wir alle zur Vorsicht aufgerufen, wenn es um die Preisgabe unserer intimsten Daten geht. Und erst recht zum Widerstand, wenn dabei staatlicher Zwang ausgeübt wird. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, lieber Wieland. Ich habe schon wieder ein Eimerchen in der Hand, aber es ist nicht das, was ihr jetzt denkt. Dies ist eine Demo nach dem Standard ISO 9000. Scherz. Aber ihr kennt das vielleicht, man will mit Leuten was zusammen machen. Man macht es schon viele Jahre. Jedes Jahr wieder kommen die gleichen Fragen. Ist es überhaupt sinnvoll? Sollen wir das? Kommen überhaupt Leute? Haben wir überhaupt noch Lust? Haben wir Zeit? Haben wir Geld? Ach, was soll das alles? Und dann haben wir dieses Jahr beschlossen, eine Evaluation zu machen. Und ich würde euch jetzt ganz viel herzlich mal bitten, irgendjemand, vielleicht Franz, ich sehe dich gerade und kann dich ansprechen. Unsere Evaluationszettel weiterzureichen, bitte füllt sie aus, wenn ihr wollt, gebt sie bitte vorne, dann wieder ab. Irgendjemand wird da auch stehen mit einem Eimerchen und die wieder entgegennehmen. Ihr würdet uns damit helfen im Bündnis. Also ihr wisst, dieses Jahr sind es 81 Organisationen, die zusammen aufrufen, einfach bessere Entscheidungen, vor allen Dingen früher zu treffen. Dann können wir auch einige Sachen besser organisieren. Und was meinst du? Ah, da kann man auch noch Buttons kaufen. Ja, so einen schönen, wie ich hier habe. Also gegen Spende. Also nicht kaufen, spenden. Genau. Außerdem, was ja immer sehr interessant ist, was uns ab den, ja, 3 Stunden, bevor die Demo losgeht, fragen Journalistinnen und Journalisten, wie viele Leute sind denn da? Na gut, 3 Stunden vorher,
5, die aufbauen. Das ist auch zu wenig. Beim nächsten Mal will ich mehr Helferinnen und Helfer bitte hier haben. Besonders in der Nacht davor. Wir waren wirklich zu 5. Also mit plus Bienenbauer noch extra, aber das war schon ein bisschen wenig. Aber Sie wollen wissen, wie viele Leute waren auf dieser Demo. Normalerweise ist man es gewohnt zu sagen, naja, von hier bis zur Siegessäule 1,2 Millionen Menschen. So viele waren wir nicht. Wir standen auch nicht bis zur Siegessäule. Wir standen knapp bis zur Yitzhak-Rabin-Straße. Wir haben aber gezählt, als ihr losgegangen seid, so richtig mit Klickern, ganz ordentlich. Und wir haben, auf der Seite waren es glaube ich 600, aber zusammen waren es 6500 Leute. Für mich heißt das gefühlt 50.000 Leute. Also, ihr habt vielleicht auch mal geguckt im Zug da am Kapelleufer, wie lang der war. Ich denke, das hat sich angefühlt wie 50.000, aber in Realzahlen, wir wollen jetzt mal aufhören mit diesem Hochlügen von Zahlen. 6.500 Leute. Ich finde das gigantisch. Das ist etwa 2 bis 3 Mal mehr, als ich vorher gehofft oder sogar befürchtet habe. In Furcht im Sinne von, dass es ganz wenige werden. Es macht sehr viel Mut. Ich bedanke mich dafür. Eine Sache noch an die Piraten. Eine kleine Solidaritätsadresse. Ihnen ist gerade ein Lautsprecherwagen abgebrannt. So. Jetzt kommt auf die Bühne Astrid Gold, Humanistische Union. Astrid, ich nehme dir keine Worte vorweg, du kannst das alles selber. Red langsam, ich muss aufs Klo. Edward Snowden erklärte vor einem Jahr, mehr als Gefahren für Leib und Leben fürchte ich, dass die Aufdeckung des Überwachungsskandals tagespolitisch im Sande verläuft. Wenn man sich ansieht, was unsere Regierung seitdem getan hat, dann läuft es aber genau darauf hinaus. Stillhalten und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Das No-Spy-Abkommen mit den USA, das Merkel forderte, gescheitert. Diplomatische Gespräche mit unseren Freunden in den USA ohne Ergebnis. Den Datenschutz auf EU-Ebene vorantreiben. Wo sind die Fortschritte? Dass nicht das ganze Parlament schläft, merkt man daran, dass es einen NSA-Untersuchungsausschuss gibt. Hier müssen die Regierung und die Geheimdienste zumindest Rede und Antwort stehen, auch wenn es mit neuen Erkenntnissen nicht wirklich zu rechnen ist. Die Große Koalition aber scheint in einen Tiefschlaf gefallen. Lasst uns an diesem Samstagnachmittag noch einmal in dieses tiefschlafende Regierungsviertel rufen. Aufstehen statt aussitzen! Aufstehen statt aussitzen! Aufstehen statt aussitzen! Letzte Woche hat die Bundesregierung ihre digitale Agenda vorgestellt. Sie soll das Vertrauen der Bürgerinnen in digitale Kommunikation stärken. Doch wenn man genau liest, dann verspricht die Agenda neue Abhörwerkzeuge für den Inlandsgeheimdienst und erwähnt die massenhafte Ausspähung der Geheimdienste weltweit und die Enthüllungen Edward Snowdens mit keinem Wort. Merkel und de Maizière machen keinen Finger krumm, um uns vor der massiven Überwachung unserer Privatsphäre zu schützen. Nein, sie päppeln die Geheimdienste mit Millionen an Steuergeldern und wir Bürgerinnen bezahlen für unsere eigene Überwachung. Das ist absurd. Transparente Kontrolle sieht anders aus. Und nicht nur der BND dreht frei, auch der Inlandsgeheimdienst mit dem so unpassenden Namen Verfassungsschutz. Denn der Thüringer Untersuchungsausschuss zu den NSU-Morden spricht in seinem Abschlussbericht das aus, vor dem niemand mehr die Augen verschließen kann. Über den Inlandsgeheimdienst besteht der, ich zitiere, Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des Auffindens der Flüchtigen. Das heißt, der Geheimdienst hat die mordenden Nazis gedeckt und gewarnt. Er hielt seine schützende Hand über sie. Dieser Geheimdienst ist eine Gefahr für die Verfassung. Er ist nicht kontrollierbar und nicht reformierbar. Da hilft nur eins, Verfassungsschutz abschaffen!